Bonjour Bissom. Das Wochenende im Elsass soll für Alsace Destination Tourisme einfach faszinierend sein. Über 100 Veranstaltungen rund um den elsässischen Wein finden in der ganzen Stadt. In Strasbourg können wir zum Beispiel heute am 20. Oktober und morgen am 21. den historischen Weinkeller vom alten Borierspital besichtigen und einen überraschenden Raum entdecken, wie schon Schnee zugänglich ist. Dans le fût? Je nettoie, je fais la vaisselle. Ici, je suis maître de chez. Je m'occupe de l'élevage des vins. Ces vins me sont confiés quand ils sont bébés, ils sont sur lit. Et mon but à moi, c'est de les amener à la mise en bouteille. Pour ça, il faut des mois et des mois d'élevage. Jean-Victor, ist die Empfehlung von Ihrem Wein in dem großartigen Weinkeller ein wichtiges Ereignis? Ja, heute ist für unser Haus ein ganz grosser Tag. Der heute war ein Wein, der mich dort am Keller geleucht hat, abgefüllt. Da haben wir Riesling und Pinot Noir. Der Wein, der hier in am Keller geleucht wird, ist ausgewählt worden von den besten Wein bei jedem Winzer. Der Keller existiert seit dem Mittelalter. In den 70er, 80er Jahren ist er verlorenlässig geworden. Und deshalb haben wir nicht zusammengestellt. Am Anfang sind wir 36 Winzer, Weinhändler und Genossenschaften miteinander. Haben wir uns zusammengestellt, für den Keller wieder ein zweites Leben geben. Und das ist der schönste Keller, den wir im ganzen Elsass finden. Der Wein in diesem Keller zu lassen, gibt ihm euch einen ganz grossen Namen. Die Besichtigung vom Weinkeller vom alten Spital ist eine beeindruckende Erfahrung für alle Sinne in einer Welt, in der der Wein nicht weit von der Medizin ist. Hey Sandrine, kommst du mit? Es schien geheimnisvoll zu sein und das ist, was interessant ist. Das Lokal ist unter der protestantischen Kapelle, wie früher Theatrum Anatomicum Käse hat. Hier haben die Doktor den Körper seziert. Die Körper sind runtergerutscht worden. Ich habe den Eindruck, dass kalte Luft an ihn nicht bloßt. Ist das Meli? Ja, das ist ein komisches Zimmer. Da sind Geister mit uns. Der außergewöhnliche Raum erweckt unsere Kuriosität und gibt Lust, für mehr über die Geschichte von dem Ort zu erfahren. Jean-Marie, gibt es Archivdokumente, wie die anatomische Untersuchung bestätigen? Ja, von der ersten Untersuchung haben wir keine, aber vom 17. Jahrhundert da haben wir genug Archive, wenn ich sage. Zum Beispiel, wir haben den Plan vom Theater Anatomique mit der Bank, wie die Studenten drauf Platz genommen haben. Wunderbar. Wir haben auch einen gesamten Plan. Wie man den ganzen Chor sieht vom Chor, also das Theater Anatomique ist im Chor von der Kapelle. Und noch viel früher noch sind die Zeichnungen von der ersten Intervention von 1517 mit der ersten Zeichnung vom offenen Kerber. Aber das hängt alles zusammen mit dem, was wir hier im Keller haben. Und zum Beispiel, es ist ungefähr dasselbe Zeitalter vom ältesten Wein, den wir haben, vom 1472. Ist da noch Wein drin? Ja, natürlich. Und das Fass ist immer voll. Wir können es vielleicht schauen mit uns. Ja, mit Plaisir. Voilà, da gehen wir jetzt an den Wein. Merci. Von 1472. Kann man ihn versuchen? Versuche nicht, aber schmecken darf man. Schmeckt noch raus? Noch Holz und frisch gemähtem Gras. Kann sein, ja. Jeder findet seinen Geschmack. Ja. Sowieso. Es ist alter Wein, aber alle Jahre kommen ein paar Liter Elsässer Wein dazu, Riesling, gewöhnlich, weil der Wein verfleht. Und das ist nur der Anteil von der Engel. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Für die alle, die curieux sind wie der Norbert Hamm, ist der Weinkeller ohne Mäßigung zu genießen. Wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald!
Ich heiße Norbert Hamm. Ich bin ganz frisch im Ruhestand. Von wo kommst du? Ich wohne in Straßburg, aber ich bin vom Korrespari, von Zwotzne, genau. Ja, und also frach oder frech? Ich bin frach, im Korrespari sind wir frach. Wo nimmst du uns mit den Ferien? Überall, aber nur in Frankreich. Was isch am liebsten? Oh, Surkut. Welche sind deine Hobbys? Hobbys? Frankreich besichtigen und Timbre sammeln. Ah ja? Ja. Hast du viele? Oh, kannst du nicht zählen. Kannst du einen Traum verwirklichen? Oh. Welcher wär's? Paris besichtigen. Ich hab's noch nicht Paris besichtigt. Das musst du noch machen. Ich gehe viel aufs Land und aber Paris noch nicht. Läufst du als rundum? Ah, jeder da. Was hast du gern? Die spontane Idee von manchen. Und sogar die Kleinen von 3-4 Jahren, wie Elsass ist prima sogar schon. Was willst du uns noch sagen? Hoffe, die machen auch lange noch so weiter mit, denen, mit rundum. Man hoffe so. Eventuell noch andere elsässische Sendungen.